freue mich, dass ich Sie so zahlreich hier begrüßen kann. Eine besondere Ehre als Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, die Antrittsvorlesung von Herrn Peter Scholze ankündigen zu können. Ich mag ihn kurz vorstellen. Sein Lebenslauf ist naturgemäß relativ kurz. Er hat Mathematik studiert, und zwar hier an der Universität Bonn in den Jahren 2007 bis 2010. Er hat mit dem Master of Science hier abgeschlossen. Und schon zwei Jahre später, im Jahre 2012, wurde er promoviert zum Doktor der Naturwissenschaften mit einer Dissertation über Perfectoid Spaces. Der Doktorvater war Herr Rappoport. Nun, ebenfalls im Jahr 2012, im Alter von 25 Jahren, wurde Herr Scholze zum ordentlichen Professor am Hausdorff Center für Mathematik in der Fachgruppe Mathematik ernannt. Ja, da hat die Fakultät sich richtig beeilt, und der Grund ist einfach, er drohte uns abhanden zu kommen. Und dem galt es, mit Schwung zuvorzukommen. Ja. Und als wir ihn dann gewannen, dass er hier in Bonn bleibt, trudelten noch viele Berufungen ein, die er aber alle ablehnte. Eine Ehre für uns, und wir freuen uns, dass wir Herrn Scholze bei uns haben. Herr Scholze, darf ich Sie bitten, uns etwas über Zahlen und Geometrie zu erzählen? Ja, vielen Dank für die netten Worte, und es ist mir eine große Ehre, heute hier vorzutragen. Genau, der Titel meines Vortrags ist Zahlen und Geometrie, und mein Forschungsgebiet ist die Zahlentheorie. Und die Zahlentheorie beschäftigt sich mit der Mathematik, die man irgendwie als Kind zuerst lernt, mit den ganzen Zahlen, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Irgendwann lernt man noch vielleicht, dass es auch 0 und dass man auch negative Zahlen dazu nehmen kann. Und fragt sich dann ganz einfache Fragestellungen darüber, ob irgendwelche, zum Beispiel ob irgendwelche Gleichungen in diesen ganzen Zahlen lösbar sind. Und eine ganz berühmte Fragestellung dieser Art wurde berühmt als Fermats letzter Satz, wurde ungefähr 1640 von Pierre de Fermat formuliert, genau weiß man es nicht, hat behauptet, dass eine Gleichung der Form x hoch n plus y hoch m plus gleich z hoch n niemals eine Lösung in den ganzen Zahlen haben kann, außer in trivialen Fällen, wo die 0 sind, falls der Exponent n mindestens 3 ist. Das ist nicht lösbar, ist bekannt als Fermats letzter Satz, wie gesagt, formuliert ca. 1640 von Pierre de Fermat. Und seitdem haben, man kann eigentlich sagen, alle großen Mathematiker versucht, alle großen Zahlentheoretiker versucht, dieses Problem zu lösen, und sind bis 350 Jahre später daran gescheitert, bis es schließlich Andrew Wiles gelungen ist, diesen Satz zu beweisen. Das Interessante daran ist, dass wenn etwas so lange unbewiesen ist, dann kann es entweder daran liegen, dass alle irgendwas Einfaches übersehen haben, und schon Fermat hat ja behauptet, dass er es gelöst hat, ohne zu sagen wie. Oder aber, was aber in Wirklichkeit passiert ist, ist, dass in der Zwischenzeit immer mehr Mathematik entwickelt wurde, immer mehr Einsichten entwickelt wurden, die eigentlich immer weiter weggeführt haben von dem einfachen Konzept von ganzen Zahlen zu ganz abstrakten Begriffen. Und es sind diese abstrakten Begriffe und Beziehungen zwischen diesen sehr abstrakten Begriffen, die letztendlich zum Beweis geführt haben. Andrew Wiles hat konkret eine Aussage bewiesen, die irgendwelche Galois-Darstellungen beziehungsweise zu Modulformen. Und es gibt sehr gute Bücher, die diese Mathematik darstellen. Aber es ist schwierig, das zu erklären. Ich wollte noch sagen, für n gleich 2 gibt es natürlich Lösungen. Die sogenannten pythagoreischen Tripel, die schon in der Antike bekannt waren. Zum Beispiel ist 3 Quadrat plus 4 Quadrat, ist 9 plus 16, ist 25, ist 5 Quadrat. Oder auch 5 Quadrat plus 12 Quadrat, 25 plus 144, 167, ist 13 Quadrat. Und unendlich viele Lösungen mehr. Aber sobald n mindestens 3 ist, gibt es keine. Genauer gesagt nennt sich das Forschungsgebiet, mit dem ich mich beschäftige, arithmetische Geometrie. Also Arithmetik steht ja sozusagen für die Zahlentheorie, und Geometrie steht halt für irgendwas Geometrisches.
Grob gesagt wird dabei versucht, diese, zum Beispiel die Frage über die Lösung von Gleichungen in ganzen Zahlen darauf geometrische Intuition anzuwenden in einer ganz seltsamen Weise. Zum Beispiel gibt es folgenden Slogan, dass die ganzen Zahlen sollte man sich vorstellen als Funktionen auf einem dreidimensionalen Raum und dass Primzahlen, also Zahlen, die sich nicht in ein Produkt von zwei kleineren Zahlen zerlegen lassen, entsprechen in einer gewissen Weise den gewissen Knoten in diesem dreidimensionalen Raum. Also die ganzen Zahlen sind Funktionen auf dem Raum, der uns sozusagen umgibt, und dann irgendwelche verknoteten Dinger da drin, das sind die Primzahlen. Das ist ein ganz seltsames Bild. Ist irgendwie unklar, was das soll und was das überhaupt heißen soll. Man darf diese Aussage auf keinen Fall zu wörtlich nehmen. Aber gewisse, sehr präzise mathematische Aussagen drückt sie in einem anschaulichen Bild aus. In diesem Vortrag will ich versuchen zu erklären, was dieser Zusammenhang sein soll zwischen den ganzen Zahlen und einem geometrischen Gebilde. Und das basiert auf einer Analogie zwischen den sogenannten Galois-Gruppen, die aus der Zahlentheorie bekannt sind, und den Fundamentalgruppen, die aus der Topologie bekannt sind. Der erste Teil meines Vortrags wird daraus bestehen, ungefähr zu erklären, was diese Galois-Gruppen in der Zahlentheorie sind. Dann werde ich versuchen zu erklären, das ist also Algebra. Dann werde ich versuchen zu erklären, was Fundamentalgruppen der Topologie sind. Da werden auch ein paar Bilder dann mal sein. Und dann werde ich versuchen zu erklären, was diese Analogie ist. Fangen wir also mit Galois-Gruppen an. Galois-Gruppen, da geht es wirklich ganz konkret um die Lösung von Gleichungen, womit wir auch ganz am Anfang angefangen haben. Und zum Beispiel, was wir aus der Schule kennen, ist diese quadratische Gleichung, x² plus px plus q gleich 0. Und da gibt es diese schöne PQ-Formel, die wir alle lernen durften in der Schule. Um 1545 hat Cardano es geschafft, analoge, explizite Formeln hinzuschreiben, die gleich im dritten und vierten Grades lösen, also wo man nicht nur x² drin hat, sondern auch x hoch 3 oder x hoch 4. Die werden ziemlich schnell ziemlich kompliziert. Insofern wollte ich nur mal den dritten Grad anschreiben und auch annehmen, dass da kein Koeffizient vor x² steht, sondern nur so x hoch 3 plus px plus q gleich 0. Da kriege ich die Formeln hier noch auf die Seite drauf. Brauche aber zwei Hilfssymbole. Das eine ist eine Variable, die sogenannte Diskriminante Delta, die hängt von diesen Zahlen P und Q ab. Das ist sozusagen das Analogon von diesem P Viertel minus Q, was da in der PQ-Formel vorkam. Und dann gibt es eine gewisse komplexe Zahl, eine dritte Einheitswurzel, das ist einfach eine Konstante, die von gar nichts abhängt. Und dann kann ich die drei Lösungen hinschreiben. X1 ist dieser dritte schöne Ausdruck, die Wurzel aus Delta, dritte Wurzel aus minus Q halbe plus Wurzel aus Delta und so weiter. Sieht irgendwie hässlich aus, aber was man vielleicht sieht, ist, dass also irgendwie eine gewisse Symmetrie steht, ist doch da. Ja? Irgendwie der Ausdruck für alle drei Lösungen ist ungefähr ähnlich und man addiert dann nur irgendwelchen Faktoren z3 Quadrat irgendwo dazu, und überall, wo ein Ausdruck mit Pluswurzel aus Delta auftaucht, taucht auch ein Ausdruck mit Minuswurzel aus Delta auf. Wenn man sich diese Formeln anschaut, könnte man auf zwei Fragen vielleicht kommen. Die erste, die sich damals viele Leute gefragt haben, gibt es eine ähnliche Lösungsformel, die für Polynome beliebigen Grades geht? Für quadratische ist es einfach, für kubische war es ein bisschen komplizierter, für quartische von vierten Grad ist es schon ziemlich kompliziert, es hinzuschreiben, man würde erwarten, gut, es wird es halt immer komplizierter, aber es ist bestimmt irgendwie möglich. Und die andere Frage ist, dass man irgendwie, wenn man sich die Lösung anschaut, dann sieht man halt diese auffällige Symmetrie, dass irgendwo, überall wo die Wurzel aus Delta auftaucht, taucht auch minus die Wurzel auf Delta mal auf. Und wo die dritte Wurzel aus irgendwas war, da war vielleicht dann irgendwo bei der anderen Lösung auch mal Zeta, diese dritte Einheitswurzel Zeta 3 mal die dritte Wurzel aus X und so weiter auf. Die Relevanz von der dritten Wurzel ist übrigens, dass ihre dritte Potenz gleich 1 ist. Das heißt, alle verschiedenen dritten Wurzeln aus X sind gerade diese drei Zahlen, die ich da hingeschrieben habe. Und mathematisch formuliert kann man sich vielleicht fragen, ob es eine Art Symmetriegruppe gibt. Also Gruppen sind etwas, die irgendwie die Symmetrien von irgendwie einem Objekt kodieren. Ein Würfel sieht halt, wenn man ihn dreht, kriegt man immer wieder dasselbe raus. Er hat eine Symmetriegruppe. Gibt es so eine Symmetriegruppe, die irgendwie diese Lösung vertauscht? Gibt es eine Symmetrie, die auf diesen Lösungen operiert?
Und das Erstaunliche an diesen beiden Fragestellungen ist, dass tatsächlich es eine Beziehung zwischen beiden gibt. Was Galois um ca. 1830 bewiesen hat, ist, dass die Antwort auf die erste Frage Nein ist. Zum Beispiel für diese ganz explizite Gleichung fünften Grades, x hoch 5 minus x minus 1 gleich 0, kann man nicht ausgehend von den ganzen Zahlen durch sukzessive Anwendung von Grundrechenarten und Wurzelziehen irgendeine Lösung explizit hinschreiben. Das ist prinzipiell unmöglich. Und wie er das bewiesen hat, ist halt, indem er gezeigt hat, dass es diese Symmetrie mit der Lösungen gibt. Wenn man sich nämlich in der komplexen Zahl nämlich anschaut, dann gibt es immer fünf Lösungen von so einer Gleichung fünften Grades. Eventuell sind welche davon gleich. Hier gibt es fünf verschiedene Lösungen. Und man kann jetzt sich angucken, alle Zahlen, die sich ausdrücken lassen, indem man irgendwie diese Zahlen x1 bis 5 addiert, multipliziert und so weiter, dann kriegt man irgendeine Teilmenge von den komplexen Zahlen. Das ist das, was ein Mathematiker einen Körper nennt. Ein Teilkörper von den komplexen Zahlen. Das ist etwas, wo man alle Grundrechenarten, Addition, Multiplikation, Subtraktion, Division ausführen kann. Und der Satz, der den vorherigen Satz impliziert, ist der Satz von Galois, dass wenn man sich man kann diese 5 Nullstellen, diese x1 bis 5 beliebig vertauschen und alle Grundrechenraten bleiben erhalten. Die ganze Algebra bleibt erhalten, wenn man einfach damit permutiert. Und aus einem gewissen rein gruppentheoretischen Argument, was nichts mehr mit dem Rechnen in der Algebra zu tun hat, impliziert es, dass es keine solche Lösungsformel geben kann. Ich will diese Galois-Gruppe in einem viel einfacheren Beispiel mal erklären. Anstatt diesem komplizierten Polynom x hoch 5 minus x minus 1 gleich 0, will ich das viel einfachere Polynom x Quadrat minus 2 gleich 0 nehmen. Die Lösungen sind dort natürlich die Wurzel aus 2 und minus die Wurzel aus 2. Und jetzt bildet man alle Zahlen, die man bilden kann, indem man Wurzel 2 minus Wurzel 2 addiert, multipliziert und so weiter. Und man stellt fest, dass das einfach alle Zahlen der Form sind a plus b mal Wurzel 2 mit rationalen Koeffizienten a und b. Weil wenn man zum Beispiel Wurzel 2 mit Wurzel 2 multipliziert, dann kriegt man gar keine neue Zahl, weil man dann 2 kriegt. Und 2 ist auch schon von der Form. Wenn man es addiert, dann sieht man ziemlich schnell, dass man nichts Neues kriegt. Man kann auch dividieren. Und wenn man jetzt aber überall Wurzel 2 durch minus Wurzel 2 ersetzt, dann überlegt man sich, dass das auch mit allen Rechnungen vertauscht. Das liegt daran, dass das die einzige Eigenschaft von Wurzel 2, die man jemals benutzt hat, ist, dass deren Quadrat gleich 2 ist. Aber das Quadrat von minus Wurzel aus 2 ist ebenso gleich 2. Das heißt, für das reine Rechnen ist es irgendwie irrelevant, ob Wurzel 2 jetzt positiv oder negativ ist. Man kann sie einfach vertauschen und alle Rechnungen bleiben erhalten. Und in diesem Sinne sagt man, dass die Galois-Gruppe von K dann diese Permutationsgruppe mit zwei Elementen ist, die Wurzel 2 minus Wurzel 2 vertauscht. Es gibt also Identität und die nicht-triviale Vertauschung. Okay, und das erklärt. Und jetzt will ich noch einen Zusammenhang zu Primzahlen erklären. Das liegt an einem hübschen Satz von Frobenius von 1896, der eingesehen hat, dass man ganz explizit Elemente in diesen Galois-Gruppen konstruieren kann, was a priori nicht klar ist, weil es ist a priori nicht so einfach einzusehen, wie man zeigen kann, dass tatsächlich irgendeine Vertauschung mit allen Grundrechenarten vertauscht. Man betrachtet sich also ein Polynom beliebigen Grades mit rationalen Koeffizienten und interessiert sich jetzt für die Lösung dieser Polynomgleichung p von x gleich 0. Und nach dem, was Galois gemacht hat, gibt es halt diese Galois-Gruppe, die diese Lösung permutiert. Und was Frobenius eingesehen hat, ist, dass man Elemente daran konstruieren kann, nämlich für jede Primzahl, fast jede Primzahl, gibt es ein fast wohl definiertes Element, das den Frobenius-Automorphismus für diese Primzahl p. Die Idee der Konstruktion, die ich gleich im Beispiel noch diskutieren will, ist, dass diese Permutation dadurch gegeben ist, was im Rechnen modulo einer Primzahl p passiert. Der Frobenius schickt genau dann eine Lösung xi auf eine andere Lösung xj, falls modulo p die Kongruenz gilt, dass x1 xi hoch p Kongruenz zu xj ist.
Gehen wir zurück zu unserem einfachsten Beispiel, wo wir einfach die Wurzel aus 2 nehmen. Man kann sich überlegen, dass für jede Primzahl p größer als 2 die p-te Potenz von der Wurzel aus 2, also Wurzel aus 2 ist eine Lösung von x² gleich 2, aber wenn ich die zur p-ten Potenz nehme, sage ich, dass da wieder eine andere Lösung von x² gleich 2 rauskommen muss, also entweder plus Wurzel 2 oder minus Wurzel 2. Und das gilt auch, das kann man explizit direkt beweisen, im Wesentlichen der kleine Satz von Fermat in irgendeiner Form, das gilt. Genauer gesagt kann man erst eine algebraische Rechnung machen, dass wenn man die Wurzel 2 hoch p nimmt, kann man sich überlegen, dass einmal 2 hoch p minus 1 halbe rauskommt, wobei weil p eine Primzahl ist, ist p ungerade, das heißt p minus 1 ist gerade, p minus 1 halbe ist eine gerade Zahl, das heißt 2 hoch das ist irgendeine ganze Zahl und das multipliziert man mit Wurzel 2. Aber dieser komische Vorfaktor ist in Wirklichkeit, lässt bei Division durch p einfach den Rest plus oder minus 1. Zum Beispiel für p gleich 3, was passiert da? Da ist dieser Faktor 2 hoch p minus 1 halbe, p minus 1 halbe ist 1, das heißt, das ist einfach 2. Und wenn man 2 bei Division durch 3, lässt es den Rest 2 oder auch minus 1, also je nachdem, wie man den Rest definiert. Das heißt, was dieser Frobenius-Automorphismus tun würde, er würde Wurzel 2 auf minus Wurzel 2 schicken, weil wenn man die Wurzel 2 hoch 3 nimmt, kommt minus Wurzel 2 raus, minus 3. Okay, also wenn man immer so eine Polynomgleichung hat, dann gibt es dazu assoziiert eine gewisse Symmetriegruppe und wenn immer man eine Primzahl hat, kann man eine explizite solche Symmetrie konstruieren. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Fundamentalgruppe. Fundamentalgruppen sind etwas, was für topologische Räume funktioniert. Topologische Räume kann man sich einfach vorstellen als etwas, was man wirklich so vor sich sieht. Zum Beispiel irgendwie ein Rätsel oder irgendwie sowas. Und, oder einfach ein Kreis. Und dann gibt es in der Topologie den Begriff der endlichen Überlagerung, das ich gleich in einem Bild anmalen will. Eine endliche Überlagerung ist etwas, was da drüber lebt, und was lokal genauso aussieht wie der Basisraum X, aber global irgendwie eventuell nicht trivial verzwirbelt ist. Mathematisch ist die Bedingung, dass es überdeckt wird unten durch offene Teilmengen, deren Urbilder sich einfach zerlegen in disjunkte Kopien von dem Raum. Lokal sieht es also so aus, dass man irgendwie unten den Raum X hat, oben ist der Raum X tilde und oben ist es einfach eine disjunkte Vereinigung von einigen Kopien von dem Basisraum. Global, zum Beispiel wenn man über einen Kreis ist, also unten habe ich jetzt einen Kreis gemalt, oben ist das, wenn man genau guckt, auch ein Kreis, wenn man hier dreimal im Kreis rumgeht, ist das auch ein Kreis. Und wenn man sich anguckt, wie das aussieht über dem durchgezogenen Teil, dann ist es über dem durchgezogenen Teil, kriegt man einfach drei Kopien von diesem durchgezogenen Teil. Aber über den gestrichelten und genauso über den gestrichelten Teil kriegt man drei Kopien von dem gestrichelten Teil. Man sollte sich bitte vorstellen, dass sich das hinten nicht wirklich schneidet, sondern aneinander vorbeigeht. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Punkt auf der Basis wählt, dann eine Methode, um irgendwie festzustellen, was passiert, wie die globale Struktur von dieser Überlagerung aussieht, ist es, versuchen einmal in einem Kreis rumzugehen. Weil immer lokal dasselbe passiert, kann ich sozusagen diesen ersten, wenn ich unten da so lang laufe, gibt es genau einen Weg oben, der denselben Weg sozusagen abläuft nach Projektion. Wenn ich jetzt aber nochmal unten den Kreis vollende, dann versuche ich oben auch weiterzulaufen, vollende aber keinen Kreis, sondern lande an einem anderen Punkt. Jetzt kann ich nochmal versuchen, unten lang zu laufen. Dann laufe ich jetzt wieder oben weiter. Laufe wieder weiter, komme zu noch einem anderen Punkt. Aber wenn ich es jetzt noch ein drittes Mal mache, bin ich endlich wieder zurück bei dem Punkt, wo ich gestartet bin. Insbesondere kann man sich angucken, was sozusagen passiert ist, wenn man immer einmal in den Kreis rumgelaufen ist. Und dann, oder halt der erste Punkt, dann ist man beim zweiten Punkt, dann beim dritten Punkt und dann am Ende wieder unten.
Wenn man das jetzt mathematisch kodieren will, was ich gerade gemacht habe, dann würde man sich jetzt vielleicht einen Basispunkt in der Basis fixieren. Das ist dieser fettgemalte Punkt da unten. Und wann immer man jetzt eine endliche Überlagerung hat, x Tilde nach x, also zum Beispiel diese Abbildung hier, gibt es halt endlich viele Punkte oben. x1 bis xn nenne ich sie. Schon vorhernehmend die Analogie, dass das irgendwie was mit den Nullstellen nachher zu tun haben soll, die auf diesem Basispunkt abbilden. Also x1 bis x, hier wären es x1, x2, x3, die roten Punkte da oben. Und wann immer man jetzt einen Kreis hat, beziehungsweise sozusagen einen Knoten, man hat irgendwie diesen großen Raum x und darin eingebettet hat man irgendwie einen Kreis, vielleicht irgendwie kompliziert eingebettet als Knoten, der diesen Basispunkt Stern enthält. Dann kann man halt diese Prozedur machen für jede Überlagerung, dass man guckt, was passiert, wenn man unten einmal diesen Kreis lang geht. Dann geht man halt unten eventuell von einem Punkt zu einem anderen Punkt in der Faser über. Das heißt, man kriegt da induziert eine Permutation von dieser Faser, von diesen Punkten x1 bis xn. Und die davon erzeugte Gruppe von Permutationen von diesen Punkten x1 bis xn wird die Fundamentalgruppe genannt von dieser Überlagerung x Tilde. Also hier hat man statt in irgendeinem Polynom, von dem man die Gleichung betrachtet, betrachtet man hier eine Überlagerung mit diesen und jeweils gibt es eine Gruppe, die auf der Situation operiert. Einmal ist es diese Galois-Gruppe, einmal ist es die Fundamentalgruppe. Und im ersten Fall waren es die Primzahlen, die einem Element gegeben hat, hier sind es die Quoten. Mal nochmal ein Bild dazu. Ein klassisches Beispiel, was irgendwie oft auftaucht, ist vielleicht das Möbiusband. Hier ist ein Bild von Wikipedia geklaut davon. Lokal kann man sich immer entscheiden, wo oben und unten ist. Und es ändert sich lokal auch nicht. Wenn man sozusagen auf dem Band langläuft, ändert sich lokal erstmal nicht, wo oben und unten ist. Aber wenn man einmal im Kreis herumgelaufen ist, dann ist man plötzlich auf der anderen Seite angekommen. Also man denkt irgendwie, man wäre die ganze Zeit oben und plötzlich ist man einmal herumgelaufen und ist man auf der anderen Seite, ist man plötzlich unten. Und das kann man, diese Art von Phänomen, dass irgendwie lokal irgendwie was immer gleich ist, aber global passiert irgendwas Interessantes, kann man oft in solchen Überlagerungen kodieren. In dem Fall könnte man es in einer Orientierungsüberlagerung kodieren. Ein Punkt in dieser Orientierungsüberlagerung wäre sozusagen ein Punkt in der Basis plus eine Wahl davon, was oben und unten ist. Okay. Jetzt also zur Analogie dazwischen. Also auf der einen Seite hatten wir die rationalen Zahlen, auf der anderen Seite hatten wir einen topologischen Raum. Wenn man so ein Polynom hat, dann sollte das irgendwie einer Überlagerung von diesem Raum entsprechen. Und unter dieser Analogie würden die Lösung von dieser Polynomgleichung p von x gleich 0 den Urbild von einem gewählten Basispunkt in x entsprechen. Die Galois-Gruppe, also der Fundamentalgruppe. Und Elemente in diesen Gruppen hat man immer gekriegt, wenn man auf der einen Seite eine Primzahl hatte und auf der anderen Seite einen Knoten. Diese Analogie legt, also ein gewisser, eine sehr grobe Analogie legt nahe, dass man sich eventuell die rationalen Zahlen vorstellen könnte wie einen topologischen Raum. Und wenn man ein bisschen genauer darüber nachdenkt, sollte man sagen, wie Funktionen auf diesem topologischen Raum. Am Anfang hatte ich gesagt, dass dieser Raum dreidimensional sein soll. Das hat einen präzisen mathematischen Grund, warum das eine 3 ist. Und ich will jetzt einen Satz hinschreiben, der stimmt nicht so, wie er dasteht, und ich bitte, es zu entschuldigen. Es hat aber was damit zu tun, mit sowas Ähnlichem. Poitou und Tate haben 1962 irgendwas über die Galois-Kohomologie von Q bewiesen. Irgendwas, man kann zu einer Galois-Gruppe eine Kohomologietheorie assoziieren, man kann dann gucken, in welchen Graden die nicht Null ist, und es liefert einem, man kann was Ähnliches machen für topologische Räume, und das ist eine Weise, die Dimensionen zu kodieren. Und für die rationalen Zahlen kommt in gewissem Sinne moralisch 3 raus. Das stimmt nicht wirklich. Also ich müsste irgendwie die Metallen mit dem P-Typ oder so aus dem Spick Z und vielleicht muss ich noch irgendwie imaginär quadratisch machen. Oder so. Egal. und die Primzahlen liefern Elemente in dieser absoluten Galois-Gruppe von Q. Auch das stimmt fast. Und entsprechend daher Knoten.
Man kann die Analogie ein bisschen besser machen, wenn man leicht die Objekte ändert, über die man redet. Okay? Wir haben damit also ansatzweise begründet, dass man sich eventuell die ganzen Zahlen vorstellen kann, wie diese Funktion auf einem dreidimensionalen Raum und dass Primzahlenknoten in diesem dreidimensionalen Raum entsprechen. Zumindest, wenn man versuchen will, eine Analogie herzustellen, diese Galois-Gruppen und die Fundamentalgruppen in Beziehung setzt, dann müsste man das ungefähr so machen. Und in der Sprache der Schemata von Alexander Grothendieck gab es dann eine Weise, das eine konkrete Aussage zu machen. Allerdings hat man sozusagen so weit umdefiniert, was Raum ist und entsprechend auch was Dimension ist, dass es irgendwie eine Tautologie wurde, dass einfach die rationalen Zahlen oder die ganzen Zahlen per Definition Funktionen auf irgendeinem Raum sind. Nämlich auf dem Raum, dessen Funktion diese ganzen Zahlen sind. Aber ein paar von meinen Arbeiten und auch schon in Arbeiten 1960 von Fontaine und Winterberger gab es irgendwie Zugänge, wo das wesentlich geometrischer gemacht wurde und das tatsächlich nicht triviale Aussagen waren, dass man diese Galois-Gruppe vergleichen kann mit einer Fundamentalgruppe von einem geometrischen Objekt. Und eine solche Aussage möchte ich jetzt am Ende noch erwähnen. Leider funktioniert diese Aussage nicht für die rationalen Zahlen, sondern nur für eine gewisse Erweiterung von den rationalen Zahlen, wo ich alle sogenannten Einheitswurzeln dazu adjungieren muss. Also alle, ich habe es explizit hingeschrieben als Exponential von 2pi durch n, sind einfach alle Zahlen, für die irgendeine Potenz, ganzzahlige Potenz gleich 1 wird. Sogenannten Einheitswurzeln. Diesen Körper versteht man sehr gut, den kleinsten Körper, wo man all die reingetan hat. Also in gewisser Weise nicht so weit weg von den rationalen Zahlen. Und dann gibt es folgenden Satz von Robert Kochaczyk, der auch Student war, zusammen mit mir, von 2016, dass man tatsächlich einen ganz natürlichen und explizit konstruierten topologischen Raum X hinschreiben kann, der von diesem Körper abhängt, mit einem Basispunkt, sodass im Wesentlichen die komplette Reihe von Analogien funktioniert. Zu jedem Polynom kann man sich eine Überlagerung hinschreiben und jede Überlagerung kommt von einem solchen Polynom. Und ich müsste da nicht so komisch gestrichelt malen, wenn ich auf der linken Seite einfach über Körpererweiterung reden würde stattdessen. Die Lösungen dieser Polynomgleichung sind genau das Urbild von diesem Punkt. Und die Galois-Gruppe ist genau die Fundamentalgruppe. Ich wollte jetzt noch gerne sagen, dass es auch genau irgendwas mit Primzahlen und Knoten klappt, aber das funktioniert nicht. Das liegt auch daran, dass ich diese Körpererweiterung machen musste. Sobald ich diese ganzen Einheitswurzeln dazu getan habe, funktioniert es mit den Primzahlen nicht mehr so. Okay, hier nochmal der Satz. Das liefert also meiner Meinung nach einen etwas unerwarteten Zusammenhang zwischen der Algebra-Zahlentheorie auf der einen Seite und der Geometrie-Topologie auf der anderen Seite. Dieser Satz selbst hat irgendwie keine Anwendung, mir ist unklar, ob er irgendeine Relevanz hat. Aber viele meiner Arbeiten basieren auf einem ähnlichen Satz für p-adische Körper. Und ja. Wenn man versucht, eine sehr vage Hoffnung ist vielleicht, dass wenn man versucht, ein paar Sachen, die ich irgendwie über p-adischen Körper machen würde, die ich nicht erklären wollte, über solchen grundlegenden Körpern wie Q machen wollen würde, dann könnte eventuell so etwas hilfreich sein, aber ich kann der Sache momentan noch keinen Sinn geben. Okay. Für die, die interessiert, ich kann auch die Konstruktion erklären. Ich glaube, es sind noch ein paar Minuten Zeit. Ach komm. Die Konstruktion finde ich ganz lustig. Man betrachtet gewisse linear, ganz elementare linear-algebraische Objekte. Man betrachtet endlich dimensionale Vektorräume über diesen Körper K zusammen mit einem Automorphismus. Und solche Viecher kann man addieren und multiplizieren, indem man die direkte Summe von Vektorräumen nimmt mit der entsprechenden direkten Summe von diesen Automorphismen.
Und man kann sie auch multiplizieren durch das sogenannte Tensorprodukt von Vektorräumen. Und dann hat man auch ein Tensorprodukt-Automorphismus. Und dann kann ich ganz einfach hinschreiben, was x von k ist. Das ist die Menge aller Zuordnungen, die jedem solchen Vektorraum mit Automorphismus eine komplexe Zahl zuordnen. Das soll nur von der Isomorphismenklasse abhängen. Die mit Addition und Multiplikation vertauschen. Also wenn ich so eine direkte Summe reintue und dann das x auswerte, soll diese direkte Summe von den x von den einzelnen Viechern rauskommen. Für die Multiplikation genauso. Und noch eine gewisse Normalisierungsbedingung, die mit diesen Einheitswurzeln zu tun hat. Erfüllen. Ja, das ist der Raum, der es tut. Okay.